Ladies and Gentlemen, heute machen wir Flammkuchen. Und zwar einen mit Zucchetti, mit Thymian, mit Mozzarella. Und ich zeige euch auch, wie man ganz schnell und ganz einfach einen feinen Flammkuchenteig selber herbekommt. Let's go! Für diesen Flammkuchenteig nehme ich Dinkelmehl, weil der Geschmack einfach super passt. Dann mische ich das Mehl mit ein bisschen Salz und Olivenöl zuerst vermischen. Noch dein noch Wasser dazugeben, ständig kneten. Und wenn der Teig gut zusammen hat, kneten ich 2 Minuten weiter, sodass Luft dazukommt. Und dann kann der Teig schon 30 Minuten ruhen. Wenn dann dass der Teig am Ruhen ist, kommen wir schon mal zum Belag. Und da tun wir in einer Schale sauren Halbrahm, Thymianblättchen, presste Knoblauch, Salz und Pfeffer vermischen. Und diese Mischung die kommt dann auf unsere Flammkuchenteige. Der Teig der ist jetzt fertig nach 30 Minuten und ist ready zum Auswählen. Und der reicht für 3 Flammküchen. Und darum nehme ich jetzt hier gerade mal ein Stück weg und auswähle es. Et voilà! Und denkt daran, der Teig muss hauchdünn sein, bevor er dann belegt werden kann. Es geht ans Belegen und dafür kommt zuerst mal die Mischung fein ausgestrichen auf den Teig. Ich liebe intensiven Thymian-Geschmack, darum kommt bei mir noch viel Thymian mehr drauf. Die fein geschnittenen Zwiebeln als nächstes. Zucchetti-Scheiben. Zucchetti-Scheiben schneide ich meistens so um die 3 mm. Als Grande Finale kommt jetzt noch ein bisschen Mozzarella drauf. Die tue ich immer zerzupfen. Das Baby ist jetzt bereit, für in den Backofen zu kommen. Und zwar habe ich den Ofen schon auf 220 Grad vorgeheizt. Wir geben den Flammkuchen in die untere Ofenhälfte etwa 16 bis 18 Minuten. Bei mir war er nach 16 Minuten perfekt. Er sieht so knusprig aus. Und zum Servieren tue ich ihn immer noch mit weiterem Thymian belegen. Und wenn ihr jetzt noch einmal die genauen Mengenangaben wollt sehen, dann klickt einfach in den Link unter dem Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.